So, hallo und herzlich willkommen. Wir machen mal wieder, also im Wald eigentlich. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ist der Waldrand. Wir machen jedenfalls mal wieder einen Zukunftsbaum. Das haben wir lange nicht gemacht. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass so Themen wie Zukunftsbäume sind halt endlich. Da ich keine Lust habe, keine Zukunftsbäume mehr machen zu können, spare ich mir eben die vorhandenen Zukunftsbäume über den Zeitraum X entsprechend auf. Und da ich langfristig denke, ist der Zeitraum X ziemlich lang, weshalb eben Zukunftsbaumvideos, auch wenn die sehr beliebt sind, nicht so häufig kommen, wie das sich manche Leute eben entsprechend wünschen, ne? Weil irgendwann haben wir sie alle durchgekaut. Es sind derzeit, glaube ich, wenn man jetzt die etwas weniger effizienten Bäume und die, naja, fragwürdig noch dazu nimmt, sind es etwa 30 Stück, die ich jetzt behaupten würde, dass sie es eventuell wert sind, ein Video drüber zu drehen. Und hier stehe ich vor der Elsbeere. Die ist es definitiv wert. Das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, dass es dazu noch mal ein Video geben wird. Ist eine Weile her, ja. Und die Elsbeere ist sicherlich eine der dürreresistentesten Bäume im Feld der möglichen Zukunftsbäume. Also das macht der wirklich so gut wie nichts aus. Sie hat allerdings diverse andere Wehwehchen. Sie ist nämlich überhaupt nicht konkurrenzkräftig. Soll heißen, wenn irgendwas nebendran steht, was potenziell schneller größer wird als die Elsbeere, da gibt es einiges. Und was dann auch noch mehr Schatten wirft als die Elsbeere, da gibt es auch sehr einiges, dann wird sie da drunter wahrscheinlich nicht allzu lange überleben können. Grundsätzlich gilt, je jünger der Baum, desto besser ist die Schatttoleranz. Je älter der Baum, desto mehr freistehend muss er sein. Das heißt, alte Elsbeeren, und das hier ist jetzt so ein mittelaltes Exemplar, so in etwa, die sollten schon als Solitärbaum tatsächlich dann ausgeführt sein, wenn man sicher sein möchte, dass sie einem nicht kaputt gehen wegen eben zu viel Schatten bzw. zu viel Konkurrenz durch andere Baumarten. Das heißt, sie ist auch ein potenzieller Obstbaum. Ich habe hier mal zwei Früchte, diese hier, ja, das sind Elsbeerenfrüchte und die sehen unscheinbar aus, sind sie auch. Sie werden als Frucht selber auch nicht viel lecker aussehen, da ist das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und können aber doch tatsächlich als Frucht genutzt werden, als Obst. Für Liebhaber durchaus ein Thema. Bisschen besonderer Geschmack, bisschen ja, speziell. Alles sehr teuer, weil die Früchte von Hand geerntet werden müssen. Da gibt es jetzt noch keine maschinellen Methoden, die da irgendjemand sich hat einfallen lassen. Dann sind Elsbeeren sehr selten. Und dann ist auch noch die Verarbeitung, je nachdem, was man aus den Früchten machen möchte, auch nochmal sehr, sehr umständlich. Dementsprechend sind Elsbeerenprodukte eben vergleichsweise teuer. Außerdem hat sie noch ein tolles Holz. Aber so viel zur allgemeinen Einführung jetzt an dieser Stelle erstmal. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, der Ton ist hier nicht der beste. Es fährt immer mal wieder was Lautes vorbei. Ich würde also die Details zum Baum dann an einem ruhigen Plätzchen gemütlich mitten im Wald machen. Aber hier habt ihr jetzt den Baum erstmal gesehen. Paar Aufnahmen von den Blättern blende ich euch noch ein. Paar Aufnahmen vom Stamm blende ich euch auch noch ein. Aber das können wir per Foto genauso gut machen wie mit Bewegtbild. Und das werde ich dann noch voice-overn. Und dann sehen wir uns gleich wieder an irgendeinem ruhigen Plätzchen, wo wir dann in Ruhe all die mannigfaltigen positiven Motoren Eigenschaften dieser Baumart weiter erörtern werden. Also bis gleich. Ja, erstmal noch ein paar Takte zur Bestimmung. Und zwar haben wir hier ein Elsbeerenblatt, das sich optisch so ein bisschen Ähnlichkeiten beim Ahorn und auch bei der Roteiche zum Beispiel oder anderen Eichen mit spitz zulaufenden Blattlappen ausleiht. Und so kann man es eigentlich ganz gut auch erklären. Es hat so 5 bis 7 solcher Spitzen, solcher Lappen, wenn wir die jetzt mal so nennen wollen. Also jeweils die abstehenden Teile am Blatt, sollte klar sein, was ich damit meine. Diese sind fein gesägt, also der komplette Blattrand fein gesägt. Können wir hier ganz gut sehen. Und wie gesagt, 5 bis 7 davon. Allerdings eben nicht eichenförmig, dann werden die mehr oder weniger symmetrisch
symmetrisch ums Blatt verteilt. Im unteren bzw. oberen Drittel, also Richtung Spitze, bisschen breiter als unten. Das ist auch bei fast jedem Eichenblatt so. Aber das ist hier nicht der Fall, beziehungsweise hier haben wir in der Mitte wahrscheinlich meistens so ungefähr in der Mitte, vielleicht ein kleines bisschen weiter oben, die breiteste Stelle. Und ja, es ist sehr charakteristisch. Also wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dann sieht man sofort, oh, das ist ein Elsbeerenblatt. In diesem Fall hier eben siebenlappig. Das gilt für sämtliche Blätter des Baums, an dem ich stehe. Es gibt aber auch Bäume, die nur fünflappige Blätter entsprechend haben. Da sieht es dann ungefähr so aus, als würden die beiden vordersten, also untersten jetzt in dieser Aufnahme, direkt neben der Spitze, als würden die fehlen. Und stattdessen wäre das Blatt einfach ein bisschen verkürzt im Vergleich zu diesem hier. Ne? Also da müssen wir uns wirklich nicht lange mit aufhalten. Sehr charakteristisch, keine andere Pflanze sieht so sehr so aus, dass man da wirklich ein Verwechslungsrisiko hätte. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch die Früchte an. Ja, spätestens mit denen ist eine Verwechslung dann recht gut auszuschließen. Das Einzige, was dem Ganzen verwandtschaftlich noch recht nahe kommt und ein bisschen ähnlich aussehende Früchte aufweist, ist die sogenannte Mehlbeere, Sorbus aria. Die hat aber ganz anders aussehende Blätter, beziehungsweise auf der Blattoberseite finden wir einen weißlichen, abstreifbaren Belag. Der fehlt bei der Elsbeere und dieser Belag ist auch der Grund, weshalb die Mehlbeere Mehlbeere heißt, also einer der Gründe. Die Früchte schmecken auch sehr mehlig. Und nicht wie bei der Elsbeere, durchaus aromatisch und speziell, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Früchte kann es auch mal deutlich mehr als nur zwei an einer Ähre haben, dass da so ein paar mehr zusammenstehen. Aber sie bleiben halt eben so klein, bräunlich, selbst wenn sie sehr reif sind, nehmen sie keine besonders appetitliche Farbe wie rot oder gelb oder irgendwas, was man von Früchten kennt, ein, sondern ja, das ist es im Grunde. Sie sind übrigens nicht essbar, bis dann nicht mal der erste, also nicht wirklich essbar, bis der erste Frost drüber gegangen ist, erst dann fangen sie an, auch ein bisschen süßlich zu schmecken. Gut, jetzt gucken wir uns noch kurz den Stamm an. Ja, und wer sehr viel Erfahrung mit Elsbeeren hat, kann am Stamm vielleicht erkennen, dass es sich um eine solche handelt. Ich persönlich sehe hier aber jetzt keine charakteristischen Merkmale, die ich so nicht auch schon bei anderen Stämmen anderer Baumarten vielleicht schon irgendwie wahrgenommen hätte. Das heißt, ich tue mich derzeit mit einer Stammbestimmung schwer. Man kann ein paar andere Sachen ausschließen, das auf jeden Fall. Aber ohne Blätter wäre ich derzeit nicht in der Lage, diese sehr seltene Baumart, die man einfach nicht so häufig sieht, auch im Winter am Stamm zumindest korrekt bestimmen zu können. Mit Knospen wird es vielleicht gehen, aber ja, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen und kommen noch kurz zum Habitus. Also die Wuchsform, und die geht häufig in diese Richtung, zumindest wenn sie halbwegs viel Licht haben und mehr oder weniger solitär stehen, dann bilden sie gerne so eine dreieckige Struktur fast schon aus. Also im unteren Drittel den breitesten Punkt und dann nach oben hin ja wirklich fast schon pyramidenförmig spitz zulaufen. Die Krone ist auch selten besonders dicht. Das ist eben eine Baumart, die viel Licht braucht, und mit einem hohen Lichtbedarf geht auch immer ein geringer Schattenwurf ein. Das heißt, wir können hier recht gut durchgucken. Sehr dicht ist das Ding nicht, obwohl es sich hier durchaus um ein gesundes Exemplar handelt. Gut, und das ist es im Grunde dann auch gewesen, was man zur Bestimmung wissen muss. Elsbeere ist nun wirklich nicht besonders schwierig zu erkennen, und damit zum Ben auf dem Acker, nicht im Wald, weil da war gerade schöne Aussicht. Das ist jetzt quasi der Faktenteil zur Elsbeere. Das liegt jetzt zeitlich ein bisschen auseinander. Dass ich da den ersten Teil in Anführungszeichen aufgenommen habe, ist für mich schon eine Weile her. Ich hoffe, ich bin einigermaßen scharf gestellt. Das ist ein manuell fokussierendes Objektiv. Ja, ihr kennt das, das allgemeine Blabla am Anfang, das im Grunde nicht allzu viel zur Sache tut. Aber wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert, und wenn nicht, ist zumindest die Aussicht hoffentlich gut zu genießen. So, ja, Elsbeere, ne? Das ist also auch ein Obst, aber vor allen Dingen liegt die Zukunftsbaumeignung dieser Art darin, dass wir sie als alternative Holzpflanze ansehen in den Forstwissenschaften und man sie im Wald durchaus ganz gut anbauen kann.
Elsbeere ist einheimisch, war nie weg, gehört hier wirklich her. Grob kann man sagen, dass die natürliche Verbreitung Süd- und Mitteleuropa, ein bisschen Nordafrika und ein bisschen das sogenannte Kleinasien umfasst. Ja, und das ist es zur Verbreitung im Wesentlichen schon gewesen. Sie ist eine Baumart der warmen Standorte. Das heißt, Jahresmitteltemperatur von 10 bis 17 Grad. Deutschland hat, glaube ich, so einen Durchschnitt von sowas zwischen 8,5 und 9, so grob, also einen alten Durchschnitt. Ne? Heutzutage sind das natürlich nochmal andere Werte. Aber 10 ist auf jeden Fall was, was in Zukunft bald fast nahezu überall in Deutschland erreicht werden wird. Da muss man also nicht danach suchen. Und 17 Grad, das wäre schon sehr, 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 sehr warm. Aber theoretisch würde die Elsbeere damit klarkommen, liegt also von der Temperatur her definitiv in der Amplitude, die wir in Zukunft hier erwarten können in Deutschland. Dann hätten wir Niederschläge zwischen 700 und 1500 Millimetern vom natürlichen Verbreitungsgebiet her. Und da muss man jetzt sagen, das ist gar nicht mal so wenig. Na, nachdem man ja so oft gehört hat, dass die Elsbeere ja so trockentolerant sei, hat mich gewundert, dass 700 mm schon ihr unterer Niederschlagsbereichwert ist. Ich hatte jetzt gedacht, dass die bis 600 runtergeht, aber wobei 600 ist auch schon wirklich ordentlich trocken. Von daher, mit 700 sollten wir auch auf den allermeisten Standorten in Deutschland einigermaßen zurechtkommen. Und es geht ja ums langjährige Mittel, also auch für die Baumart, während die steht, das langjährige Mittel ihrer Existenz. Das heißt, wenn die Baumart etwas länger steht, dann sollte im Durchschnitt der Jahre diese 700 nicht unterschritten werden. Einzelne Dürrejahre mit deutlich unter 700, die darf es dann schon mal geben. Das verträgt sie wohl ganz gut. Sie ist normalerweise im Elsbeer-Eichenwald anzutreffen. Das wäre so die typischste Waldgesellschaft, in der man sie vermuten kann. Es kann sie aber auch gerne mal zusätzlich eingemischt in sonstige, ja, schlecht wachsende Buchenwälder, wie zum Beispiel das Cariziifer getum, den Orchideenbuchenwald. Da sind die Buchen nur sehr klein, sehr licht, also sehr weit auseinanderstehend, mit kleiner Krone vergleichsweise. Und das Ganze ist sehr trocken am Hang gelegen, mit viel Bodenvegetation. Da kann man auch mal eine Elsbeere drin finden. Aber ansonsten, sie verträgt sich tatsächlich sehr gut mit Eiche. Und ja, schön wäre es natürlich, wenn ich jetzt sagen könnte, man kann sie zusammen mit Eiche als Elsbeereichen oder Eichen-Elsbeerbestand anbauen. Ja, das wäre sensationell. Das geht leider dann doch nicht. Aber im Eichenwald ist sie eine natürlich vorkommende, wenn auch seltene Baumart, die so ein bisschen dann auftritt, wenn alte Eichen wegsterben. Dann wächst die Elsbeere kurz mal eine Zeit lang hoch. Sie ist so halb Pionier, halb überhaupt kein Pionier von der Ökologie her. Ja, was das für Begriffe sind, möchte ich jetzt gerade mal ausnahmsweise mal nicht erklären. Habe ich schon oft gesagt. Also nur für die sich auskennen, die können damit vielleicht was anfangen. Hauptproblem, wenn man eine Elsbeere anpflanzen möchte, ist eben die Tatsache, dass sie sehr lichtbedürftig ist. Das heißt, viel anderes als Elsbeere ist dann auch schon fast gar nicht mehr möglich. Und da muss man schon gucken, dass man, jetzt muss ich mein Stativ schon mit dem Fuß festhalten, hier so windet's. Aber da muss man wirklich schon gucken, dass sie wirklich genügend Licht abbekommt und gegebenenfalls sie auch vor der Eiche anpflanzen, wenn man wirklich beides ein bisschen gemeinsam anpflanzen möchte. Das ist lustig, weil normalerweise ist es andersrum. Wenn man irgendwo Eiche haben möchte, dann muss man die Eiche zuerst anpflanzen, weil so ziemlich alles andere schneller wächst als Eiche. Und das sollte dann gepflanzt sein, nachdem die Eiche schon einen gewissen Wuchsvorsprung hat, damit das andere die Eiche nicht überholt und die Eiche nicht killt. Und und bei der Elsbeere ist es tatsächlich möglicherweise eben sogar andersrum. Ne? Aber da kann man sich streiten, da sind sich die Gelehrten auch noch nicht ganz sicher, inwiefern das so passieren soll. Sie braucht zum Wachstum bzw. zur Verjüngung, also zur Keimung der jungen Pflanzen, brauchen wir eine Gesamtlichtstärke von 30% des Freilands. Es hat sich inzwischen so eingebürgert, dass man Lichtstärke gerne so angibt, dass es eben dem Freilandniederschlag,
Freilandlicht entspricht und so viel Prozent vom Freiland ist dann entsprechend vonnöten, damit die Elsbeere vernünftig wachsen kann. Und das wären jetzt 30%, das ist relativ viel, insbesondere fürs Verjüngen. Das heißt, der Wald muss schon deutlich Licht sein, deutliche Löcher sozusagen in der Krone haben, damit da nennenswert eine Elsbeere wachsen kann. Ja, Trockenheit ist zwar kein großes Problem für unsere Elsbeere, dafür mag sie aber bitte gerne relativ basenreiche Böden. Soll heißen Böden, in denen die basischen Kationen in einer gewissen recht hohen Anteil vorkommen. Was da ist, zum Beispiel Calcium, Magnesium, das sind so die häufigsten Vertreter, die auch am ehesten zum Mangel werden könnten. Die muss man im Boden schon drin haben. Elsbeere eignet sich also nicht für trockene und gleichzeitig magere bzw. nährstoffarme Standorte, da wird das dann eher schwierig und man sollte also schon gucken, dass man einen Boden hat, der ein bisschen was taugt. Man kann sich so ein bisschen merken, es ist ein edles Gehölz. Die Produkte sind edel, die Standortanforderungen vom Wassermann abgesehen sind ebenfalls edel und die Anforderungen an die Temperatur, naja, aus Sicht eines kalten Standorts sind auch diese edel, weil sie es halt eben gerne warm haben mag. Das ist schon was Besonderes, ne? Auch vom pH-Wert habe ich in der Literatur gefunden, gibt es Angaben, die gehen so im Bereich zwischen 4,5 und bis zu 8 tatsächlich rauf. 8 gibt es bei Waldböden quasi gar nicht. Das wäre ein hochgradig kalkhaltiger landwirtschaftlicher Nutzboden. Das gibt es im Wald nicht. Ja? 4 ist im Wald schon gut, 4,5, da geht schon im Bereich ziemlich toll. 5 ist so das höchste der Gefühle, was wir in einem Waldboden noch so erwarten dürfen, also bei normalen Wäldern jetzt mal abseits von auf Muschelkalk oder solchen Späßen. Und das heißt, also da sind die Ansprüche schon wirklich ziemlich, ziemlich hoch. Es kann also passieren, dass wenn man langfristig mit der Elsbeere arbeitet und auf Elsbeeren verträglich, nur so halbverträglichen Standorten hantiert, dass man dann gegebenenfalls vielleicht sogar mal noch ein bisschen nachkalken muss, um eben den pH-Wert des Bodens noch ein bisschen höher zu bekommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht ist noch ganz interessant, warum ist denn die Elsbeere eigentlich so selten? Das liegt zum einen einfach daran, dass sie nur eben dieses hohe Lichtbedürfnis hat und daher in einem geschlossenen Wald nach und nach immer seltener wird, bis dieser Wald dann wieder aufbricht und dann müsste sie sich in dieser Phase auch erstmal vermehren. Außerdem ist das Holz sehr wertvoll und deshalb wurde sie auch immer oft gezielt gefällt, weil jemand halt gerade Elsbeerenholz für irgendeine spezielle Anwendung gebraucht hat. Im Laufe der Jahrhunderte ist sie dadurch doch recht selten geworden. Aber jedenfalls zum Thema Verjüngung, wenn sie sich dann natürlich vermehren möchte, dafür ist zu beachten, dass die Früchte erst ziemlich lange reifen müssen, bis sie überhaupt keimfähig sind und noch bevor sie wirklich vom Baum geworfen werden und eine gewisse Keimfähigkeit erreichen, werden sie meistens schon vom Vogel gefressen. Das ist für die Elsbeere nicht weiter schlimm, weil die will ja vom Vogel gefressen werden. Das gibt ja einen Grund, weshalb die überhaupt schmackhafte Früchte hat, die eben eine gewisse Tierverbreitung haben, aber wenn sie vom Vogel gefressen wird, dann wird sie halt auch irgendwohin verteilt und oft sind da die Wachstumsbedingungen dann halt doch nicht gut genug, dass da groß viel Elsbeere wachsen kann und die paar, die wachsen, werden dann auch schnell vom Förster mal übersehen, auch wenn man solche Tage sehr gerne stehen lässt, wenn man eine entdeckt und gehen dann auch schnell wieder ein. Das heißt, also eigentlich ist sie für eine natürliche Waldentwicklung mit vielen Störungen in der natürlichen Waldentwicklung ausgelegt, also eine typische Pflanze, die darauf wartet, dass irgendwo der Wald zusammenbricht und da dann vom Vogel hingetragen wird. Das macht auch die künstliche Vermehrung sehr schwierig. Man muss nämlich die Samen jetzt in dem Fall spätestens dann ernten, wenn sie reif sind, aber eben noch nicht vom Vogel gefressen. Im Idealfall vielleicht erntet man sie sogar noch ein kleines bisschen, bevor sie reif sind. Die reifen dann bis zu einem gewissen Grad noch nach und der Vogel hat halt noch nicht allzu viele davon geholt. Zur Ernte von Elsbeeren gibt es vor allen Dingen auch jede Menge Wissen dadurch, dass sie ja auch gerne als Obst verwendet wird und vor allen Dingen zu Schnaps verarbeitet. Ich habe eine Flasche, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, mal geschenkt bekommen, ist wirklich sehr lecker, also wenn man Schnaps mag, das ist jetzt nochmal die Voraussetzung, ja? Grundvoraussetzung Nummer 1, Schnaps mögen. Grundvoraussetzung Nummer 2, so einem Mandel, Bittermandel, Amaretto-mäßigen Geschmack nicht abgeneigt sein. Also im Grunde schmeckt so Elsbeerbrand bzw. Elsbeerschnaps meiner Meinung nach wie Kirschwasser mit Amaretto. So in diese Richtung, ungefähr in diese Richtung. Ja? Ich bin jetzt kein
kein absoluter Gourmet, was Schnäpse angeht und kann da jetzt irgendwelche, was weiß ich was, für Aromen rausschmecken. Aber obwohl ich kein besonderer Schnackstrinker bin, das Zeug hat schon irgendwie was. Gerade diese feine Amaretto-Note im Abgang verleiht dem eine Besonderheit. Dieser Amaretto-Geschmack kommt übrigens zustande dadurch, dass bei der Gärung die Kerne mit vergoren werden. Und die Elsbeere gehört auch über ein paar Ecken zu den Rosen und hat also damit auch eben diese, ja, wie eine Mandel auch, und hat daher auch diese ähnlichen ätherischen Öle bzw. Inhaltsstoffe, die eben auch Mandeln haben, die dieses Amaretto-artige dann in der Elsbeere ausmachen. Das ist sogar ziemlich stark konzentriert in den doch recht kleinen Kernen, die man eigentlich fast schon mitessen kann, also mit Knuspern. Die sind nicht weiter schlimm, wenn man die zerbeißt und runterschluckt. Auch hier gilt übrigens theoretisch, dass man wie bei allen Rosengewächsen nicht riesige Mengen der entsprechenden Kerne verzehren sollte, weil da dann möglicherweise Spuren von Blausäure drin enthalten sein können. Oder war es Arsen oder ist beides dasselbe? Das weiß ich immer nicht so genau. Jedenfalls also nicht eine Wäschetrommel voll Kerne mampfen. Ja? Also das ist nahezu unmöglich, so viel Elsbeere zu essen, dass man da irgendwelche gesundheitlichen Risiken eingehen müsste. Aber theoretisch, ja, nur damit ich es gesagt habe. Gut, wenn man die jetzt also wirklich anpflanzen möchte, dann muss man quasi die Kerne, also beziehungsweise die stratifizierten Samen nach Möglichkeit über den Winter aufheben. Wenn man was über den Winter reifen lässt, das nennt man Stratifizierung. Das simuliert halt, dass sie im Herbst vom Baum gefallen sind, über den Winter liegen bleiben und jetzt im Frühjahr zu keimen anfangen. Die meisten Bäume haben eine sogenannte Keimhemmung, die eben verhindert, dass der Samen sofort keimt, wenn er vom Baum fällt, was ja meistens im Herbst der Fall ist. Und im Herbst zu keimen und dann kommt sofort der kalte Winter, wäre eine relativ bescheuerte Idee, insbesondere für einen Laubbaum, der selbst im kleinen Zustand bereits eben wechselgrün ist. Das heißt, das Ding würde keimen, Primärblätter produzieren und dann kommt auch schon Herbst und dann kommt der Winter und dann müssen die schon abgeworfen werden, dann ist im Frühjahr schon vorbei. Also in dem Moment, wo der keimt, hat er seine letzten bisschen Energiereserven verbraucht und muss jetzt dringend Photosynthese machen, was im Winter nicht geht. Deshalb, da fliegt einem ja fast der Hut weg. ich mag den Herbst, herrlich. und darum eben erst im Frühjahr ausbringen und nach Möglichkeit tatsächlich vielleicht sogar im Gewächshaus anziehen. Er wird sehr gern von Mäusen gefressen, die junge Elsbeere, die schmeckt denen wohl sehr gut und ist insgesamt einfach bis in eine gewisse Größe erreicht hat, verflucht, empfindlich, wird auch sehr gern vom Reh verbissen, von allem anderen verbissen, was sonst noch gerne junge Forstpflänzchen verbeißt. Also eine ganz, ganz empfindliche Angelegenheit. Obwohl sie ja eigentlich ökologisch mehr so bei den Pionierbäumen einzuordnen ist, kann sie bis 300 Jahre alt werden. Das ist für einen Pionierbaum durchaus ordentlich. Und sie erreicht auch überraschend große Dimensionen. Auch das für einen eigentlich eher Pionierbaum ungewöhnlich. Insbesondere in Österreich. Da gibt es irgendwie das Elsbeerreich, nennen die sich so. Jedenfalls haben die da eine Region, wo sie noch jede Menge alte Elsbeeren rumstehen haben, die da auch eben tatsächlich zur Frucht Gewinnung genutzt werden, wo man dann hochsteigt und die Elsbeeren von Hand sammelt, was natürlich entsprechend in hohen Lohnkosten resultiert, was dann auch so einen Elsbeerbrand, insbesondere diesen Edelbrand aus Österreich, das krasse Zeug, dann auch wirklich sehr, sehr, sehr teuer macht. Man kriegt aber auch schon sehr wohl sehr lecker schmeckende Flaschen für einigermaßen bezahlbares Geld. Also so ist das nicht, dass es das gar nicht gäbe. Man muss halt ein bisschen suchen und dann sind es halt eben nicht diese crazy Edelbrände da und so ein Zeug, ne? Nur damit ich es mal erwähnt habe. Übrigens anzubauen im tatsächlich forstlichen Rahmen, da gibt es, wenn ich den Link noch finde, schreibe ich ihn euch unten hin, wenn nicht, müsst ihr selber suchen, wenn ihr keine Ahnung habt, wonach ihr suchen müsst, ist das glaube ich schwierig, egal. Da gibt es tatsächlich eine Ecke, so ziemlich genau zwischen Baden-Württemberg und Bayern gelegen, ich weiß jetzt gar nicht wo exakt, auf welchem Bundesland sich das befindet, wo sie sehr wertvolle Elsbeerbestände haben, wo man dann auch wirklich viel Geld erzielen kann, wo einzelne Altbäume rumstehen, die im Bereich 20, 30, 40.000 Euro wert sind, weil die dann halt eben an diese 300 Jahre auch rangehen und zum Teil Wertholzqualität entsprechend haben. Das ist schon ein extrem interessantes rares Holz für spezielle Anwendungen, auch ein sehr dekoratives Holz. Es sieht so ein bisschen aus wie
Ja, es ist ganz schwer zu beschreiben. Also für mich wirkt es wie Buche mit einem Einschlag von Kirsche und Nuss. So irgendwie eine Kombi, als ob man alles drei zusammengeschmissen hätte. Also wirklich eine ganz, ganz dekorative Angelegenheit. Wirklich ein schönes Holz. Elsbeermöbel, Elsbeer, insbesondere Elsbeermöbel, Elsbeer-Schnitzkunst, Elsbeer-Sitzbänke. Das gibt es noch in manchen alten Wirtshäusern. Teilweise haben so richtig alte Landwirtshäuser noch so einzelne Eckbänke in der Gaststube rumstehen, die noch aus Elsbeerholz sind. Sowas kannst du archäologisch in 1000 Jahren ausgraben lassen. Das ist dann immer noch da. Ne? Also vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich, Elsbeermöbel mögen und Vermögen kosten und die meisten von uns werden sich das in ihrem Leben nicht leisten können. Aber die sind für die Ewigkeit. Das hält wirklich ewig. Ja, also wenn du das nicht anzündest, also vorher noch Petroleum oder Ähnliches drüber gießt und anzündest oder dir Mühe gibst, das Ding zu zersägen oder mit irgendwelchen schweren Sachen drauf rumhackst, dann hebt das wirklich ewig, ewig, ewig. Könnte in Zukunft günstiger werden, da Elsbeere eben vermehrt angebaut wird. Da ist das dann sicherlich mehr möglich, auch mal an ein tatsächliches Elsbeermöbelstückchen ranzukommen oder man sucht was Altes, Gebrauchtes. Aber auch die sind sehr, sehr, sehr teuer, insbesondere wenn sie dann alt sind. Das kriegst du nicht Sperrmüll, das habe ich auch, habe ich gesucht. Da wirst du keine Elsbeermöbel am Straßenrand finden. Ja, wenn man sie mit Kirsche anbaut, ja auch vom Holz her und eben auch von der Verwandtschaft her, sie gehört ja zu den Rosen, genau wie die Kirsche, gehören die alle zusammen so ein bisschen zu den Rosazäen. Und deswegen kann man sie mit Kirsche, vielleicht deswegen, ja, aber auch von den ökologischen Lichtansprüchen her und so weiter und so fort, verträgt sie sich ganz gut mit Kirsche und kann zusammen in einem Kirschen-Elsbeer-Wertholzbestand angebaut werden. Haken macht man keine Elsbeer-Reihengruppe, keinen Reihenbestand, also jetzt nicht hektarweise Elsbeere, sondern halt irgendwie so, keine Ahnung, 15, 20 Meter im Durchmesser einer Elsbeergruppe. Ne? Macht man das nicht, sondern entscheidet sich für einen Kirsch-Elsbeer-Mischbestand oder Elsbeer-Kirsch-Mischbestand, dann hat man einerseits zwar den Vorteil, dass die durchaus vom Wachstum her mit der Kirsche so ein bisschen in Synergie tritt und dadurch selbst die Elsbeere einen Ticken schneller wächst. Es gibt zumindest erste Eindrücke, dass das so sei. Man hat aber auch, und auch dazu gibt es erste Eindrücke, ein gewisses Risiko, dass die Krankheiten, die die Kirsche so haben kann, alle Rosen haben, einen Haufen von biotischen Feinden, also einen Haufen Käfer, die dran fressen, einen Haufen Milben, Bakterien, Pilze und so weiter, die dran gehen und dass irgendeine von denen, diesen diversen Krankheitserregern, dann auch auf die Elsbeere überspringt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das heißt, da besteht schon ein gewisses Risiko dafür eben, das Wachstum möglicherweise etwas besser. Auch die Bestandesstabilität ist in Mischbestand mit einer anderen Baumart natürlich auch immer ein bisschen besser als ein Reinbestand, insbesondere bei Baumarten, die natürlicherweise keinen Reinbestand ausbilden, wie eben die Elsbeere. Ja? Ja, es gibt dadurch, dass Elsbeere so selten ist, nicht wirklich verlässliche Daten, wie viel Zuwachs die eigentlich hat. Zu rechnen ist irgendwo so im Bereich 4 bis 5 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr, wenn überhaupt, und das unter optimalen Bedingungen. Das Einzige, wozu wir wirklich Zahlen haben, ist der Höhenzuwachs. Der liegt so in den ersten Jahren, also sprich in der Frühzeit des Baums, wo der Höhenzuwachs in der Jugend, wo der Höhenzuwachs grundsätzlich immer am höchsten ist, bei so 25 bis 30 Zentimetern. Das ist ganz ordentlich. Allerdings ist das auch fast nur Höhenzuwachs. Der Baum bleibt dabei sehr, sehr dünn und geht erst später dann in die Dicke und das halt nie wahnsinnig intensiv. Bei alten Elsbeeren kann man, wenn man einen halben Meter Durchmesser hat, schon sehr glücklich und zufrieden sein. Sie werden theoretisch noch ein bisschen dicker, so 75, 80 Zentimeter ist dann aber Schluss, selbst bei den ganz, ganz alten Exemplaren. Dementsprechend muss man da schon gucken, dass das Holz, was man hat, dann auch vernünftig vermarktet wird. Und das sollte kein Problem sein. In den letzten 30 Jahren ist das Interesse an Elsbeerholz wirklich sehr stark angestiegen. Das wird gerade eben von reichen Leuten aufgrund der genannten Eigenschaften stark nachgefragt. Es ist so ein bisschen zum Luxusgut geworden, für Instrumentenbau interessant. Früher wurde es auch eingesetzt für Speichen bei Wagenrädern, insbesondere für die Speichen. Warum ausgerechnet da? Was muss eine Speiche sein? Stabil. Was ist Elsbeere? Ja, nahezu unzerstörbar. Das Zeug hat eine Rohdichte jenseits von Gut und Böse. Der untere Wert, also so, wenn du ein Exemplar mit schlechter Rohdichte, also ein schnell gewachsenes Exemplar vergleichsweise für Elsbeerverhältnisse erwischt, dann bist du bei 67 Gramm pro Kubikzentimeter.
Entschuldigung, 0,67 meine ich. 0,67 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist sehr, sehr, sehr hoch. Das erreicht eine Fichte gar nie. Das erreichen manche Buchen und manche Eichen, ne, zum Vergleich. Und das ist der untere Wert. Im Mittel sind wir bei 75. Das ist also wirklich sehr, sehr schwer. Ein sehr, sehr dichtes Holz. Und im oberen Bereich, wenn sie besonders langsam gewachsen sind und insbesondere bei sehr alten Bäumen, die äußeren Schichten, die dann wirklich Jahrringe haben, die man kaum noch erkennen kann, da sind wir dann bei tatsächlich 99, also fast ein Gramm pro Kubikmeter, Kubikzentimeter, Entschuldigung. Das ist sensationell schweres, dichtes Holz. Sehr, sehr hart. Trotzdem noch gut zu bearbeiten. Auch mit gängigen Werkzeugen lässt sich damit noch was anfangen. Und das macht wirklich Elsbeerprodukte, egal was man daraus macht, aus dem Holz, wirklich für die Ewigkeit. Ja. Aber vielleicht auch in Zeiten von CO2-Speicher ein Thema, weil das kannst du über 18 Generationen vererben, so ein Elsbeertischlein oder ähnliches. Also, und trotz Nutzung, ja, also ein Tisch, an dem man auch sitzt, an dem man auch arbeitet, mit dem man auch was tut, ja, das ist also schon wirklich sensationell. Theoretisch ist das Holz damit natürlich auch als Konstruktionsholz zu gebrauchen, heißt, man könnte damit irgendwelche krassen Sachen bauen. Warum nur theoretisch? Ne, kann kein Mensch bezahlen. Ja, also ein Haus aus Elsbeere oder ein Dach von der Elbphilharmonie, dann wäre die bis heute nicht fertig. Davon abgesehen wäre sie dann noch teurer geworden. Aber theoretisch ist sowas möglich, nur dass halt eben die Stammdimensionen klein sind und daher man kriegt da keine riesigen Balken rausgeschnitten, aber die technischen Eigenschaften sind wirklich hervorragend. Allerdings ist die Dauerhaftigkeit erstaunlich gering. Das liegt aber auch wieder daran, dass eben Rosazäen, also die Rosengewächse, alle gemeinsam haben, dass es eben so viele spezialisierte Krankheitserreger bzw. Zersetzer und sonstige Pilzchen dafür gibt, die eben sich auf solche Hölzer spezialisiert haben. Und trotz der hohen Dichte und der hohen Schwere und der hohen Härte des Holzes ist es recht schnell biologisch abgebaut, wenn man es irgendwo liegen lässt, wo es halt biologisch abgebaut werden kann. Das bedeutet, falls jemand ein Elsbeerholzgegenstand besitzt, dann bloß darauf achten, dass der ja nicht nass wird und zu schimmeln anfängt, weil sollte das passieren, dann ist die Elsbeere ganz schnell hin, also vergleichsweise ganz schnell, hatte also wirklich keine besonderen Resistenzen, im Gegensatz zu zum Beispiel Eiche, die ist nämlich hart, stabil und vergleichsweise eher dauerhaft. Ja. So, was habe ich noch vergessen? Musikinstrumente habe ich noch vergessen. Also verschiedenste Musikinstrumente lassen sich aus Elsbeerholz machen. Auch wieder aufgrund der Härte und der Dichte hat das wohl als Klangkörper durchaus eine besondere Resonanz. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber das habe ich so gelesen. Und außerdem die Früchte selber, den Schnaps hatte ich ja schon erwähnt. Theoretisch kann man noch einen Elsbeersenf, einen Elsbeerketchup irgendwo kriegen, wenn man lang genug sucht. Das sind natürlich halt so ganz trendige Sachen. Elsbeeren als solche kann man auch zum Essen kriegen. Also einfach ein Beutelchen Elsbeeren zum Naschen. Und ja, ich glaube, das ist es im Wesentlichen, was man damit anstellen kann. Ne? Deutlich dominiert in Deutschland zumindest das Zukunftspotenzial der Elsbeere als Forstpflanze, sprich wegen dem Holz, dass man da möglicherweise dann auch noch einen Schnaps draus brennen könnte. Dafür müsste sie halt wirklich sehr einzeln stehen und wie ein Obstbaum auf der Streuobstwiese im Grunde. Ist dann für einen Obstbaum ein sehr, sehr großer Obstbaum, viel größer als alles andere, was man als Obstbaum so kennt. Wird bis 25 Meter hoch. Wenn sie dann entsprechend 150, 160, 100, 200 Jahre alt ist, dann hat sie diese 25 Meter unter Umständen auch und dann ist man da schon ein bisschen beschäftigt und das ist schon was anderes als so ein kleines Apfelbäumchen oder ein Birnbäumchen, Zwetschge, Kirsche, such dir was aus. Ja, also selbst Kirsche unter den Obstbäumen ja noch eine relativ große Art oder eine Walnuss auch noch eine relativ große Art, bleibt ein bisschen hinter einer freistehenden, sehr alten Elsbeere zurück. Aber ja, wer sich eine anpflanzen möchte, der sollte es besser heute als morgen tun, weil es dauert halt 150 Jahre, bis die groß ist. Also nicht vergessen, da noch eine entsprechende Gebrauchsanweisung für die Enkel, Enkelin, was auch immer, zu hinterlassen. Ich bedanke mich. Ach so, und noch die Einordnung. Wichtig, die Einordnung Zukunftspotenzial von Elsbeere. Ja, riesig. Ja,
gibt keinerlei Argument, was gegen Elsbeere spricht. Das Zeug ist einfach derartig von Natur aus schon selten und derartig schwierig anzupflanzen, dass wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwann brauchen, dass wir irgendwann zu viel Elsbeere hätten. Also das ist nahezu unmöglich, dass die irgendwie Überhand nehmen kann. Und dementsprechend spricht auch überhaupt nichts dagegen, diese heimische Baumart ein klein wenig zu fördern und halt ein bisschen mehr davon rumstehen zu haben, da wo es geht. Sie nimmt ja ohnehin nur die guten Standorte mit den guten basenreichen Böden. Und dann kann man sich auf den basenreichen Böden eben sozusagen streiten, wenn wir uns jetzt die vorangegangenen Videos dieser Reihe angucken. Will man da eine Hybridnuss haben? Will man da vielleicht eine Schwarznuss, eine Walnuss sogar in jeweils Reinform haben? Oder will man da eine Elsbeere haben? Oder eine Kirsche? Oder vielleicht alles drei. Also es fällt definitiv in diesen Bereich. Diese edlen Hölzer, die besonders teuer sind, sind ja alle drei Baumarten dazugehören. Und alle drei haben auch was, was essbar wäre. Ja, und damit habe ich es im Grunde auch. Und nicht weiter viel mehr zur Elsbeere zu sagen. Vielleicht nicht das spannendste Gehölz im Sinne von besonders viele herausragende Eigenschaften, aber wirklich ein wunderschönes, sehr, sehr wertvolles und zukunftsträchtiges Gehölz, das wir in Zukunft in unseren Wäldern sicherlich hier und da häufiger mal erblicken werden. Ja? Achso, und als einheimisches Gehölz natürlich Invasivitätsrisiko nicht vorhanden. Ist es gut für Flora und Fauna? Gibt es Bienchen, Vögelchen, sonstige Tiere, die davon leben können? Ja, gibt's alles, gar kein Problem, gar kein Thema. Also spricht wirklich nichts gegen die Elsbeere, außer allein von Elsbeere werden wir natürlich den nationalen und auch nicht den internationalen Holzbedarf in irgendeiner Form decken können. Das ist nicht möglich. Wer aber gerne eine irgendwo bei sich hinstellen möchte, immer her damit, beziehungsweise immerhin damit, so rum. Ich bedanke mich jetzt aber wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, tschüss.